Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver Randomized Wedlock Challenge. Im letzten Part haben wir das Abenteuer gestartet mit unserem treuen Freund Poseidon, der sich die Gegend nochmal anguckt. Und ich weiß, wo er zuerst ist. Er bestüffelt die Blumen. Und ja, haben Route 29 erkundet, haben da ein paar Pokémon gefunden und sind hier von einem Opa angeredet worden, von der, wo da unten wohnt. Haben die Turbo-Treter erhalten, haben uns in Rosalia City nicht wirklich umgeguckt, haben den Pokémon-Markt geplündert und das Pokémon-Center uns ein bisschen angeguckt. Und ich würde sagen, jetzt gucke ich mich einfach in der Stadt mal um. Quatsch mit allen Leuten, die hier sind. Ich denke, wir bekommen zwar nichts geschenkt von ihnen, aber es kann ja nicht schaden, wenn man einfach mal mit den Leuten quatscht. Irgendwann bekommt man schon mal was. Ich weiß nur, in Neuburg hier kriegt man wirklich überhaupt nichts. Außer sein Pokémon, da will ich nicht mehr reingehen. Der hat mich schon gerade eben zugelabert. Denn Part 2 wird gleich nach Part 1 aufgenommen. Und ja, es ist ein bisschen lästig gewesen, denn ich habe den Part 1 Pumpis aufnehmen müssen. Oh, warte mal, was ist los? Poseidon scheint sich wegen irgendwas zu genieren. Okay, nö. Du hattest an die... Du hast nicht in die Wohnung gekackt. Naja, egal. Wir gehen weiter auf Route 30. Oder auch nicht. Dann Mr. Opa kommt nochmal. Puh, Glück gehabt. Noch ein bisschen später. Und du wirst weg gewesen. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Hier, nimm. Pokécom liest das Kartenmodul. Ja. Wähle zunächst auf dem Touchscreen den Punkt Pokémon aus. Pokécom aus. Wenn dir die Karte symbol, kannst du dir nun die Karte der Region anzeigen lassen und gerade auffällt. Wenn du Pokécom immer weiter Modul erweiterst, wird dir jedes Mal ein bisschen nützlicher. Also, viel Erfolg. Ja. Damit können wir uns auch jetzt Johto angucken. Und so hier. Das haben wir in Sanma in Neuburgia gestartet. Sind über Route 29 gegangen zur Rosalia City und jetzt gehen wir auf Route 30. Ich warte immer noch auf Route 66. Ja. Route 30. Wie gesagt, die Fangregeln zählen noch nicht. Wir dürfen erst Pokémon fangen, sobald wir Pokémon-Bälle haben und ein Schalocko. Und auch erst dann starten sämtliche Nuzlocke-Regeln. Das einzige ist, sobald mein Poseidon stirbt, ist es tot. Dann die Challenge schon vorbei, bevor ich überhaupt Pokébälle hatte. Es hardet sich. Jetzt habe ich gar nicht gemerkt, was für ein Pokémon hatte eigentlich. Was hatte ich jetzt? Ich hatte, glaube ich. Das erste ist Indivier. So, was hat er jetzt? Ich glaube, er müsste Quickel haben. I'm not sure about it. Level 6. Das erste Level up und keine neue Attacke gelernt. Danke, lass mich vorbei. Was hast du hier zu labern? Turbo-Treter, Füße, Gegend, Straußen, ja, bla 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 bla. Ja, ich weiß schon. Und Item Metronom. Wow, gar nicht mehr so schlecht. Kann ich gleich den geben. Metronom versteckt Attacken, je öfter sie ununterbrochen eingesetzt wird. Das heißt, wenn ich jetzt am Anfang nur Blubber spam, wird Blubber immer stärker. Das soll ihr vielleicht dann abnehmen, wenn ich wilde Pokémon catchen gehe, aber. Was ist das für ein Haus? Die meisten meiner Besucher verwechseln mich immer mit Mr. Pokémon. Aber du bist extra für mich hierher gekommen, oder? Nein, das ist wirklich sehr lieb von dir. Na gut, hast du ein paar Aprikokos? Die Aprikokobäume tragen einmal pro Tag Früchte und können deshalb auch täglich abgeändert werden. Ich habe sogar einen von meinem Haus. Aprikokos sind eine tolle Sache. Sie fungieren als Grundbaustoff für Pokébälle und lassen sich für jede Menge anderer Dinge benutzen. Sie können dir sehr nützlich werden. Dein Besuch freut mich so sehr, dass ich dir das hier schenken möchte. Pepe hält Aprikoko-Box. Pepe verstaut die Box. Mit dieser Aprikoko-Box kannst du immer reichlich Aprikokos mit dir herumtragen. So, damit bin ich jetzt auch ein waschechter Pokémon-Aprikenner. Genau, ja. Wow. Und hier haben wir eine Aprikoko-Grin. GRN, glaube ich, müsste sein. Grin, genau, Grin. Aprikoko-Grin. Ich habe gerade anstatt verstaute, versaute. Pepe versaute die Aprikoko-Box im. Die Aprikoko. Oh, ich kann es gar nicht angreifen, weil Wasser. 100% H2O absorbe. Tschüss, Filino. Ah, durchgekommen. Und hier haben wir einen Feuerbrief. Ja.
Oh, da oben ist der epische Fight. Joey gegen... Go, Joey! Jusrats Fratz, Decke! Was willst du? Hier ist ein sehr wichtiger Kampf für mich. Ist doch klar, lass mich in Ruhe. Ja, wichtig, du verlierst. Bin ich schon bewusst. So, und jetzt bitte keine Felinos mehr. Ich würde nämlich gerne noch ein, zwei Pokémon töten, damit ich leveln kann. Linkada, boah. Ich wollte fast... Das ist echt bitter, wenn man, glaube ich, ein Shiny findet, sobald man noch keine Pokébälle hat. Jetzt einem Shiny über den Weg laufen, Alter, dann flieg ich aus. Dann schmeiße ich das Let's Play am zweiten Part. Also was finde ich echt abartig. Da hat man schon mal das Glück auf ein Shiny Pokémon, dann kann man es nicht mehr fangen, weil man noch keine Pokébälle hat. Wenn man noch keine Balls hat. Ja, der Balken steigt langsam, aber stetig. Ist ja vielleicht jetzt ein bisschen unfair, weil wir gegenüber unseren Rivalen einen kleinen Vorteil haben mit dem Metronom, aber pitch. Er hätte uns früher herausfordern sollen. Und den Kader ist tot. Nein. Wusste ich. Kratzer. Aua. Auch nicht zu kratzen. Ach, 2 KP Schaden, Alter. Mach mir nicht so viel Demage. Ein Volltreffer, das ist sehr effektiv. 37 Erfahrungspunkte. Ne, reicht nicht ganz. Gut. Und eine Aprikoko Pink. PNK, glaube ich. Oder PNK. Pink, genau. Aprikoko Pink. Pink. Wieso haben wir eigentlich keine Dinge eingebaut? I-A-U-U. A-I-I. A-E-I-O-U. Hallo, du musst Pepe sein. Ich bin derjenige, der Professor Lin vorhin die E-Mail geschickt hat. Ich weiß nicht ganz die passende Stimme. Alter, geh halt noch langsamer. Das ist das Objekt, das Professor Lin für mich untersuchen soll. Rätsel-Ei. Verstanden, Rätsel, ja. Was hältst du von diesem Ei? Ein Freund aus Teak City hat es mir anvertraut. In Johto hast du es bestimmt noch nicht gesehen, was? Ich glaube, Professor Lind könnte mir vielleicht erklären, was in aller Welt es sich damit auf sich hat. Auf der YouTube-Pokémon-Entwicklung ist Professor Lind die Nummer 1. Das sagt selbst der Professor Ahaich. Du gehst jetzt wieder zu Professor Lind zurück, habe ich nicht recht. Dann solltest du deinen Pokémon aber vorher eine kurze Pause gönnen. Bling, 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 bling. Jetzt geht der alte Sack auch noch auf mich zu. Ich bin eingekesselt. Poseidon, hilf mir! Ah, du bist also Pepe. Mein Name ist Professor Ahaich. Ich bin vom Beruf Professor Pokémon-Forscher Tutentun. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, du erledigst etwas für Professor Lind, also habe ich gewartet. Oh, was haben wir denn da? Das ist ein ziemlich seltenes Pokémon, das du mit dir spazieren führst. Ich verstehe. Du bist Professor Lind also bei seiner Forschung? Hm, ich glaube, ich verstehe, warum er dir dieses Pokémon anvertraut hat. Du siehst wie jemand aus, der sich sehr um sein Pokémon kümmert. Ich bin so müde bei dem Gelaber von ihm. Du scheinst zuverlässig zu sein. Möchtest du mir auch ein bisschen helfen? Sieh mal hier. Das ist das neueste Modell des Pokédex. Erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat und legt selbstständig neue Einträge für sie an. Es ist eine Art Hightech-Lexikon. Hier, ich möchte, dass du ihn mitnimmst. Pebelt Pokédex. Yes. Und damit haben wir unser komplettes Inventar gefüllt. Triff auf viele verschiedene Pokémon vervollständigen diesen Pokédex. Oh. Dann vielleicht schon mal etwas später. Ich muss jetzt nach Dukatze City und meine Radiosendung aufzeichnen. Ich glaube zwar, wir laufen uns ohnehin nochmal über den Weg, aber lass uns zur Sicherheit Kontaktdaten austauschen, Pepe. Ja, Nummer von Professor Ahaich. Ich bin jetzt voll Fame und so. Ja. Und damit haben wir auch den Pokédex. Ein sehr schöner und übersichtlicher Pokédex, finde ich. Wo ist eigentlich mein Sepa? Wo ist mein Sepa? Wo ist mein Sepa? Wo ist mein Seepferdchen? Wo ist mein Seepferdchen? Wo ist mein Seepferdchen? Wo ist mein... Da ist mein Seepferdchen. 190. Uff, ich kann es auf der Strukturinsel nochmal fangen. Gut. Der Pokédex. Seine Flossen sind sehr schnell. Dadurch kann es rückwärts schwimmen, ohne seinen Kopf umzudrehen. Mhm. Und ich würde sagen, wir gehen zurück. Oh, Lind. Called uns. So, call me maybe. Hallo, Pepe, es ist schrecklich. Wie soll ich das nur erklären? Ich weiß ja selbst nicht, wie. Jedenfalls ganz schrecklich. Bitte komm schnell zurück. Tüt. Ja, halt die Klappe. Okay, lass mich gehen. Ich erscheine. So. Hallo, Felino, dich kann ich nicht besiegen. Du hast immer noch wahrscheinlich Harz für Urabsorber. Deswegen. Nope. Tschüss. Und wir gehen
Nein, wir gehen dadurch. Extra noch ein paar wilde Pokémon klatschen, hoffentlich. Ja. Und damit noch Level 7 erreichen. Dann kann ich nämlich gleich etwas Bestimmtes machen. Und damit bestimmt ganz gut abschneiden. Alter, fast ein One-Hit. Kratzer. Ah, 1 KP. 2 KP. Immer noch. Ah. Blubber. Blubber. Tod. Den Kader. Tschüss. Wir haben potenzieller Partner gewesen, weil es weiblich ist, aber ich darf noch kein Weibchen fangen. Dauert noch ein bisschen. Bis ich Poseidon ein Weibchen suchen darf. Ah. Ein wildes Nekada. Scheint nochmal Poseidon. Mach. Kaputt. Kaputt. Nein, das wird wahrscheinlich überleben. Sag ich doch. Ja, jetzt bin ich dann mal Level 7. Und damit bin ich gewappnet für den Rivalen Fighter. So, tot. Und Level up für Poseidon. Lern was. Hydro-Pumpe. Hyperstrahl. Irgendwas. Oder auch nichts. Ja, weiter geht's. So, jetzt meide ich auch das Gras hier. Das juckt mich jetzt nicht mehr. Fudinium. Nur noch kurz in den Supermarkt, hätte ich fast gesagt, ging. Aber nein, hier rein. Wenn ich die Tür treffe, ich bin zu fett für die Tür. Ich will nur durch die Tür gehen. Das ist schon eine Challenge. Ja. Laber nicht so lang, du olle Trula. Bling, 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 bling. Und besiegt. Besiegt, ja. Mein Sepa ist besiegt worden. Ha. So, dann reden wir jetzt mal Seeper an. Was sagst du denn? Oh, Poseidon strotzt vor Energie. Ja, es tut mir leid, aber ich muss dich jetzt in diesen Kampf schicken. Ah, es tut mir leid. Aber die Mucke ist geil. Du bist der Pokémon aus... Blablabla. Was für eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Oh, was ich mal sagen will, fragst du? Wie deutlich muss sie denn noch werden? Dann erklärst du ihm ganz genau. Mein Pokémon hier ist auch nicht übel. Wenn du erstmal fertig mit dir ist, bleibt keine Fragen mehr offen. Peach. Mal gucken, was das wird. Quiekel oder Nidorana? Ich glaube, Quiekel müsste es sein. Passant, Junge, fordert dich heraus. Ah, okay, es ist Nidoran. Egal, es sieht so rot aus hier. Blubber, ich bin im Vorteil. Ich bin 2 Level über dir und ich habe das Metronom. Kratzer. Ah, Slash, das überlebst du. Oh ja. Macht's gleich beim zweiten Einsatz mehr Schaden? Oh ja. Ich werde dich töten, Nidoran. Ich werde dich töten, Nidoran. Ich werde dich töten. Das hat wieder weniger Schaden gemacht. Ja, heul nur. Ich würde am liebsten sagen, ich spuck dir mit Rauch ins Gesicht, aber... was für ein Schwächling, hast du ganz schön was auf den Kasten. Rauchwolke. Voll ins Gesicht gespuckt. Und genau, ich kann's nicht. Und es heult mich an. Aber egal, ich werde blubbern, denn ich will es besiegen. Ich will nicht Zeit schinden. Soll ja weitergehen. Tja, Nidoran, das war dumm, denn jetzt bist du tot. Halt, war Absicht. War so geplant. Und 63 Erfahrung für Poseidon, was nicht für ein Level abbrechen wird. Besiegt Passant, Junge. Etwas gewonnen. Bist du jetzt zufrieden? Ja, wird schon. Jetzt bin ich wieder glücklich. Willst du was wissen, wer ich bin? Ich werde es dir nicht sagen. Ich bin derjenige, die Leute schon bald den größten Pokémon-Trainer aller Zeit nennen werden. Oh, Alter. Hör, was ist jetzt los? Gib mir das, mein Trainerpass, den ich verloren habe. Er gehört mir. Jetzt hast du meinen Namen gesehen, oder? Ja, geh. Tschüss. So ein Arschgesicht. Poseidon, wie geht's dir? Poseidon scheint Heimweh nach dem Labor zu haben. Oh. Nicht weinen. Ist unten ein Item? Nein. Wir gehen zurück zum Labor. Ich verspreche es dir. Eine Aprikoko-Bim. Bim. Eine Aprikoko-Birne. Aprikoko-Grn. Grrrr. Hast du irgendwas Wichtiges zu sagen? Ja, nein. Du da unten müsstest auch nichts Wichtiges zu sagen haben, oder? Stufen, man kann etwas runter. Ja, es erfordert Mut, so ein Viertelzentimeter runter zu springen. Schwach bei der großen Kampf. Ja. Ja. Nochmal natürlich. Ich wollte eigentlich raus aus dem Gras und nicht mit rein. Ein Visior, Alter. Was habe ich gerade für ein Problem? Alter! What happened with my Artikulation, hätte ich fast gesagt, mit meinem Sprachverhältnis. Wortschatz, so.
Ah, es sichtet mich. Ich weiß, ich sehe gut aus, aber du musst es nicht so auffällig machen. Du kannst auch ganz unauffällig machen. Ja. Eigenlob stinkt, aber das war gut. Ah, oh, come on, Poseidon, klatsch um. Nicht bei alles können wir doch noch ein Pokémon fangen. Können wir deine Frau doch noch fangen? Nummer 24. Oh. Weiter geht's. Und halt, stopp, da oben liegt noch ein Item. Wo Silber von stand und. Ja, habe ich es nicht im Regelvideo noch gesagt, dass man ziemlich schnell wascht. Ja, Leute, wir haben unser erstes Wahlheit. Ja, das ging schnell. Was willst du hier? Ich stecke gerade mitten in der Ermittlung zu einem Pokémon-Diebstahl. Ich hab's weggeschmissen. Und die erste Regel ist, dass in solchen Fällen zu beachten gilt, lautet, der Täter kehrt immer an den Tatort zurück. Wer weiß, vielleicht bist du am Ende ja sogar der Täter. Einen Moment mal, dieser Junge ist unschuldig. Ich habe nämlich einen Jungen mit feuerroten Haaren dabei beobachtet, wie er hier rumgeschnüffelt hat. Und du sagst, du hättest mit einem Jungen einen Kampf geliefert. Das hat alles darauf hin, dass er der wahre Täter ist. Mhm. Und du kennst auch den Namen dieses Jungen? Ja, und zwar habe ich mir das überlegt. Ich, nachdem Chris von Hardcore buchstäblich gefickt wurde, habe ich gesagt, jetzt fick ich ihn hier. Und werde ich ihn dauernd töten. Die Generation mag ihn nicht. Ah, Chris heißt er also. Habe ich das richtig verstanden? Ja, hast du. Vielen Dank für deine Unterstützung. Dann lautet mein Auftrag, von nun an den Jungen mit den roten Haaren aufzuspüren. Auf geht's! Mit deiner Taschenlampe. Taschenschlampe. Puh, ein Glück, dass wir den Verdacht von dir abwenden konnten. Nicht wahr, Pepe? In Ordnung, bis später mal. Ja, tschüss, geh wieder. Musst du eigentlich der Mary gelassen. Hast du es vergessen oder hast du es geschreddert? Oh, Pepe. Hier war ganz schön was los, sag ich dir. Warum erzählst du mir nicht, was mit es mit Mr. Pokémons großen Fund auf sich hatte. Pepe übergibt es ein. Ah, gut, dann wollen wir es mal sehen. Das sieht mir ganz nach einem Ei aus. Wow. Er hat natürlich recht, diese Art Ei sehe ich gerade auch zum ersten Mal. Aber außer Mr. Pokémon gibt es heutzutage niemanden mehr, der sich über ein neues Ei noch so aus den Socken haut. Es ist immer dasselbe Leier mit ihm. Ach, aber jetzt, wo das Ei schon mal hier ist, haben, wollen wir doch auch mal sehen, welches Geheimnis es birgt. Dann also mal los. Ich werde es eine Weile lang hier behalten und genau untersuchen. Was? Professor Eich hat dir einen Pokédex gegeben? Ist das echt wahr, Pepe? Das ist ja unglaublich. Aber es ist das einzigartige Talent, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Oh Mann, wer hätte das gedacht? Mir war zwar klar, dass du nicht einfach irgendein Trainer bist, aber das macht die Sache nochmal ein ganzes Stück interessanter. Das Pokémon, das ihr gegeben habt, scheint dich auch schon richtig lieb gewonnen zu haben. In Ordnung, was hältst du davon, wenn du dich mal an die verschiedenen Pokémon-Arena in der Region versuchst? Und dann, wenn du dir die Orden aller Arena erkämpft hast, wartet die Pokémon-Liga und der Titel des Champs auf dich. Aber werd nicht übermütig. Es bis zum Champ zu bringen, ist alles anderes als leicht. Als erstes solltest du dich in der Arena von Violet City hier in der Nähe versuchen. Mit deinem Niveau solltest du dort bereits einiges erreichen können. In Ordnung, Pepe. Wenn du es wirklich darauf anlegst, alle Arenen der Region zu besuchen, solltest du besser auf der langen Reise gefasst machen. Bevor du aufbrichst, solltest du deine Mutter mit deiner Mutter sprechen. Und jetzt bist du im Labor, wie geht's dir? Streckt sich lang und macht ein Päuschen. Ja, keine Zeit für Rast und Ruhe. Wir gehen zu Mamu. Ja, und wir haben immer noch einen Schal gefunden, ich glaub's nicht. So, du möchtest also auf ein Abenteuer gehen? In Ordnung, du hast natürlich meine volle Unterstützung. Lass mich überlegen, was ich für dich tun kann. Aber ja, ich könnte jedes Mal, wenn du Geld verdienst, einen kleinen Teil davon an mich nehmen und für dich sparen. Dann hast du eine lange Reise vor dir und achtest besser auf deine Finanzen. Na, was hältst du von meinem Sparplan? Bist du einverstanden? Ja, mach mal. Okay, du kannst auf mich zählen, aber pass mir gefälligst auf dich auf, ja? Du und deine Pokémon, ihr seid ein Team. Wenn ihr zusammenhaltet, könnt ihr Berge versetzen. Also dann, schöne Reise. Was ich immer noch seltsam finde. Wie bekommt sie das Geld?
überweisen die mir das Geld und überweisen dann gleich einen Teil weiter in der Bank oder läuft dieser eine Trainer dann bis zu meiner Mami und gibt ihr auch noch ein bisschen Geld oder kommt meine Mami, läuft eigentlich dauernd hinter uns her, so als dritte Person wie das SEPA, warte. Also so ungefähr und sammelt dann das Geld mit ein, was ich verdiene oder keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Egal, wir gehen weiter. Kommt hier nämlich noch was? Ja, da drüben kommt das Fang-Tutorial. Aber bevor wir das Fang-Tutorial uns ansehen und gucken, was unser Partner wird für SEPA, stellen wir uns hier in die Ecke und verabschieden uns von euch und sagen Tschüss bis morgen. Morgen werden wir uns unseren erstes, zweites Mitglied und den Partner, hoffentlich den Partner für immer für SEPA fangen. Vielleicht wird es ein Erscheinungsbeweis. Und ich würde sagen, bis dann sagen wir Tschüss und wir sehen uns dann. Bye.